Hi, hier ist Robert Fenske von Actiforce auf der Ideenexpo 2024. Ich sitze hier mit Björn Behnke. Björn, schön, dass du hier bist und dass wir hier zusammen sind. Ja, danke, Roman. Ich freue mich auch, dass wir halt hier zusammen diesen Stand haben und dass ihr ja unseren Stand so ausgestattet habt, wie er jetzt aussieht. Möchtest du ein paar Worte zu dir sagen und was der ESI macht und wie unsere Verbindung zustande gekommen ist vielleicht? Klar, gern. Also wir sind der eSport Innovation Hub und wir haben uns zum Ziel gesetzt, dass wir eSport auf einem anderen Level trainieren und spielen. Das heißt, unsere Spieler wollen alle im eSport richtiges Training haben, wollen auf dem besten Equipment spielen, was so auf dem Markt irgendwie zu gekommen ist. Und da es diesen Fokus sonst im eSport noch nicht so stark gibt, haben wir uns überlegt, okay, wie kriegen wir das hin, in jedem Bereich irgendwie ein Optimum zu erzielen. Und da machen oder da suchen wir ganz viele Kooperationen, wo wir halt dann zusammen Produkte so entwickeln können, dass sie halt auch optimal für unsere Sportler sind. Und ja, so sind wir, glaube ich, auf einem richtig guten Weg, zusammen was zu entwickeln, was halt für jeden E-Sportler irgendwie dann das Nonplusultra ist. Also du kommst auch aus einem physischen Sport, der auch eine Geschichte hat. Erzähl uns doch ein bisschen zu deiner Vergangenheit, bevor du zu der Buhmann gekommen bist. Ja, genau. Ich habe 14 Jahre im Fußballbereich gearbeitet, in Nachwuchsleistungszentren. Habe da letztendlich die Nachwuchsausbildung von jungen Fußballern mitgestaltet, sowohl auf dem Platz als auch daneben. Da war es so, dass ich eben mal im Fußballverein begonnen habe und wir dann halt diese schulische Ausbildung daneben aufgebaut haben. Jetzt war der Weg andersrum. Ich war Dozent für Sportmanagement und wir hatten eben unsere Teilnehmer an der Buhmann Akademie, wollten auch wissen, wie ticken die eigentlich privat und wie verändern sich vielleicht auch die Generationen und wie müssen wir den Unterricht gestalten. So sind wir halt mal reingestartet und haben dann gesehen, okay, der Gap im E-Sport, was Trainingsausbildung und dieses ganze Performance-Faktor betrifft, der ist noch riesig. Viele spielen einfach viele Stunden und sammeln Erfahrung. Wir versuchen, das auf weniger Stunden zu reduzieren und dann die Schule und dann das Studium zu integrieren. Und genau, das war so der Weg, quasi das vom Fußball, was gut funktioniert hat, wo wir gemerkt haben, okay, da erzielen wir irgendwie auch Mehrwerte für die Spieler, das auf den E-Sport zu übertragen und dann vielleicht sogar noch den Bonus zu haben, eigentlich aus dieser Bildung, auf dieser beruflichen Ausbildung zu kommen und das dann eben auf den E-Sport zu übertragen und das beides miteinander zu kombinieren. Actiforce macht höhenverstellbare Tischgestelle. Wir haben Standort in Nienburg und eine eigene Fertigung in Malaysia, wo wir schon seit 18, 20 Jahren jetzt eben höhenverstellbare Tische produzieren, die sonst im Büro verwendet werden. Ich pushe das Thema Gaming und E-Sport bei Actiforce als Tischhersteller seit 2 Jahren und hatte dann mehrfach Glück eigentlich, übers Netzwerk dann dich kennenzulernen. Und der schönste Part war für mich, mit euch und den Jugendlichen Workshops zu machen und dann herauszufinden, worum geht's eigentlich. Ja? Ich habe dabei ganz viel gelernt und die SportlerInnen waren im Wesentlichen auch für ganz viele Entscheidungen hier verantwortlich. Also ein Beispiel war ja ein Rocket League-Spieler, der dann eben sagte, Muscle Memory ist ihm so wichtig, dass er eigentlich mit Wasserwaage und Lineal häufig auf Competition kommt und man müsste einfach ein Lineal auf die Tischplatte drucken. Das haben wir dann gemacht und so sind die Designs entstanden. Und das ist nur eine Anekdote von vielen, wie diese Produkte zustande gekommen. Mich würde mal interessieren, wie war das für dich und deine Kids oder Jugendlichen auch, sind ja junge Erwachsene, muss man eigentlich sagen, mit einem Unternehmen zusammenzukommen und den Scope vielleicht auch über euer Netzwerk mit Unternehmen hier in der Region. Also ich finde das total wichtig, weil auch das ist genau der Bereich, wo wir sagen, auch da lernen ja die Spieler, die jungen Leute ganz, ganz viel dazu. Wenn sie sich dann eben auch mit anderen Unternehmen unterhalten, wenn sie halt ihre Ideen artikulieren müssen, überlegen müssen, okay, was ist denn jetzt eigentlich der beste Schreibtisch für mich und was muss da eigentlich haben? Ich glaube, das ist ja auch sowas, wo man sich dann halt mit sich selber beschäftigt und überlegt, okay, was brauche ich eigentlich, wie muss ich das aussehen am Ende? Und wie bringe ich das rüber, was ich da eigentlich brauche? Und auch das ist so ein Lerneffekt tatsächlich für die Spieler. Wobei ich sagen muss, E-Sportler sind schon sehr, sehr reflektiert. Also
Eine Riesenkompetenz, die sie haben und die sie auch später in ihr Berufsleben mitbringen, ist tatsächlich so diese Analysefähigkeit, dieses Feedback geben zu meiner Leistung und zu dem, wie ich mich so einschätze, weil sie das einfach in jeder Trainingseinheit auch für sich lernen und mitnehmen. Und die versuchen halt dann einfach Lösungen zu finden für Dinge, die sie sich vorstellen. Und großes Lob da auch für euch und für die Schreibtische. Also wir haben ja danach dann auch das fertige Produkt gesehen und ich glaube, dieses Zusammenentwickeln und dieses Zusammengestalten können und Ideen mit reinbringen, das ist auch ganz, ganz wichtig für die Spieler und für die junge Generation, dass sie das dann halt auch wirklich annehmen und dass die halt dann begeistert von diesen Tischen sind und sehen, okay, das haben wir jetzt zusammen entwickelt und das ist jetzt echt genau das, was wir brauchen. Und letztes Jahr haben wir begonnen, zusammen mit euch in der Buhmann, mit euren Sportlern und SportlerInnen eben halt Workshops auszutragen und zu gucken, hey, wie können wir eigentlich unsere Tische so machen, dass sie für euch als E-Sport-Athleten gut funktionieren und was braucht es dafür? Das ist ja eigentlich das Thema Nachhaltigkeit tatsächlich. Bei diesem ganzen Performance-Gedanken war uns auch immer ganz wichtig, dass wir ein Stück weit den Spielern eine Sicherheit geben. Also Sportler stehen immer unter Druck und müssen halt immer mit Ergebnissen kämpfen und stehen dann oft auch mit, also im klassischen Sport dann durch Verletzungen, aber im E-Sport gerade auch, wenn es dann mal nicht so läuft, einfach vor der Herausforderung, dass dann vielleicht ihre Karriere zu Ende ist. Und was macht man dann? Und im E-Sport ist es auch nicht so wie im normalen klassischen Sport, dass alles schon so eine feste Struktur hat, sondern es gibt immer wieder Highlight-Turniere, wo man halt dann vielleicht auch mal ein größeres Preisgeld erzielen kann. Aber das können nur ganz wenige Athleten. Und da haben wir uns halt überlegt, okay, wie gehen wir da vor, dass wir halt eine Nachhaltigkeit schaffen, dass wir eine Sicherheit für die Sportler schaffen. Und da sind wir dann dazu übergegangen, dass wir gesagt haben, okay, jeder Sportler oder jeder E-Sportler, der bei uns unter Vertrag ist, macht auch eine Ausbildung bei uns an der Dr. Buhmann Akademie hier in Hannover. Und wir begleiten ihn sozusagen dabei, dass er halt sowohl im sportlichen Bereich als auch im schulischen, pädagogischen Bereich gut betreut wird und eben seinen nächsten Lebensschritt machen kann. Und am Ende kann er dann selber entscheiden, okay, gehe ich weiter meinen E-Sport-Weg oder möchte ich dann lieber irgendwo ins Unternehmen gehen und, keine Ahnung, vielleicht auch neue Schreibtische entwickeln oder halt irgendwo im Büro oder im Management arbeiten, Marketing machen. Und diesen Weg wollen wir gehen. In Amerika oder in anderen Ländern ist das ja tatsächlich auch schon gang und gäbe, dass man versucht, Sportler so zu unterstützen, dass sie halt beides haben, Ausbildung, Studium und ihren Sport. Und halt das übertragen auf Deutschland jetzt in unserem einmaligen Projekt sozusagen. Und ja, da haben wir jetzt 16 Spieler oder Sportler bei uns und die versuchen natürlich, das Beste rauszuholen. Und da sind eure Schreibtische tatsächlich auch ein wichtiger Teil, einfach um diesen Gesundheitsaspekt auch weiter zu verfolgen und da halt gute Ergebnisse zu erzielen. Was können wir aus dem E-Sport lernen, was wir in der Arbeitswelt und in der Welt da draußen sonst überhaupt so gebrauchen können? Ja, ich würde jetzt es gibt einzelne Kompetenzen, die man natürlich erlernen kann, Problemlösungsfähigkeit, aber auch Teamfähigkeit. Aber genau da ist halt auch so ein besonderer Schlüssel, den ich sehe für unsere Gesellschaft tatsächlich. Wenn ich Werte vermitteln will und Gaming, E-Sport, wenn ich da ein bisschen weitergehe, eben ins Gaming rein, das machen halt ganz, ganz viele Menschen in unserer Gesellschaft und gerade die Jüngeren, die damit halt groß werden und das dann halt immer weiterspielen. Und die wollen wir halt nicht zu Hause lassen, die wollen wir halt nicht zu Hause an ihrem Elternschreibtisch lassen, sondern die müssen eigentlich auch in Vereine oder in andere Organisationen, wo sie ein professionelles Setup haben, wo sie einen Mehrwert davon haben, dann vor Ort zu sein und wo sie halt dann sozusagen auch in der Gesellschaft integriert sind und in Gruppen sozusagen ihren E-Sport machen, ihr Gaming machen und wo es einfach nicht nur so ist, dass man halt zu Hause sitzt und dann vor sich hinspielt, sondern ich glaube, das ist das Wichtige und das auch, was wir im E-Sport oder über den E-Sport aufs Gaming übertragen können und Botschafter ausbilden tatsächlich, dass wir halt einfach diese gesellschaftlichen Werte vorleben und den Spielern weitergeben. Stark. Gibt's einzelne Erfolgsgeschichten von einzelnen Athleten, die du mal so anekdotisch erzählen kannst? Wir sind ja jetzt tatsächlich seit 2 Jahren aktiv damit, haben jetzt schon tatsächlich auch einige Geschichten erlebt. Ich würde mal 2 so exemplarisch nennen. Einmal natürlich so unseren größten sportlichen Erfolg, wo wir in Dallas Uni-Weltmeister geworden sind, wo wir die amerikanischen College-Systeme quasi geschlagen haben in unserem ersten Jahr der Teilnahme. Das war schon ganz Besonderes im sportlichen Sinne. Und dann vielleicht eine Anekdote zu jemandem, der sportlich
schon auch erfolgreich war, aber dann den schulischen Part nicht geschafft hat und wo wir gemerkt haben, okay, beides zusammen funktioniert nicht. Dann sind wir gemeinsam mit dem Spieler zu dem Entschluss gekommen, okay, wir nehmen ihn aus dem Sport raus, lassen ihn aber weiter in unserem Stipendiensystem und auch da freue ich mich jetzt total, dass er eben jetzt seinen Abschluss geschafft hat und jetzt im Juni tatsächlich die Buhmann Akademie verlässt mit einem Abschluss und jetzt als Freizeit-E-Sportler sozusagen weiter aktiv ist, aber der hat halt beides nicht zusammengebracht und es ist auch viele Stunden und viel Struktur, das man da braucht. Und das sind so Erfolgserlebnisse, die man halt immer so mitnimmt und wo man halt dann von Spieler zu Spieler, von Person zu Person einfach unterschiedliche Herausforderungen hat. Björn, vielen Dank fürs Interview. Es war sehr aufschlussreich, hat richtig viel Spaß gemacht. Ja, danke Roman und vielen Dank für die Unterstützung hier. Ich glaube, ganz Hannover und die ganze Ideen-Expo profitiert davon.